Hallo, willkommen zurück zu Mass Effect 2 Legendary Edition. Wir sind im System. Damals hat schon mal die Mission für die Check gemacht und hier ist alles jetzt auf 100%. Nebenmissionen gab es keine. Also irgend sowas Randommäßiges. Und deshalb müssen wir mal gucken, wo es jetzt hingeht. Was ist das hier? Hades Nexus. Schattenmeer, da gibt es noch was zu scannen. Die Reaper FFS, das ist noch nicht wichtig. Das kennen wir auch nicht. Abstürzendes Schiff retten. Abstürzendes Schiff retten. Was soll man Jacob helfen? Yara Zaid Feuergänger. Wie könnte das hier mal? Das sind zwei Missionen. Ja, war wieso eigentlich nicht? Machen wir erstmal die Zaid-Mission. So, Moment, hier ist ein System. Lass uns erstmal hier umgucken. Hier ist ein paar. Okay, da geht es noch um zwei andere. Da müssen wir da hin. Ja, Treibstoffdepot. Ja, das gerne mache ich später. Würde ich sagen, ja. Da können wir direkt landen. Ich weiß dann nie, was man mit. Achso, der will doch irgendjemand killen, kann das sein? So, Zaid, dann brauchen wir. Ich wüsste, was wir Gegner mal da finden, soll mal die Check, die kann Sache kaputt machen. Ja, du kannst dich ein bisschen austoben. Nimm mal die Check mit. So, wir haben drei Punkte. Wir könnten Tech-Panzerung oder Schmettern wäre auch gut. Das soll man noch sparen und dann werfen machen. Ich glaube, mir sparen und mache dann werfen. Das ist noch besser. Da müssen wir mal ein bisschen sparen. Der hat 5 Punkte. Dann gehen wir gerade mal hier auf Disruptor-Munition. So, Gruppendisruptor-Munition ist gut. Ja, machen wir das. Ja. Also, die Mission habe ich jetzt überhaupt keine Erinnerung mehr. Die Raffinerie befreien. Hänge mich in die Kommunikation der Blue Suns. Bleiben Sie in der Nähe und Vorsicht vor Hinterhalten. Da können. Nee, noch sagt man das nichts. Okay, gut, warum soll zu sein? Die Mission habe ich nur Ammo gemacht bisher. Los geht's. Bleiben Sie in der Nähe. In den Rücken geschossen und verrotten lassen. Eindeutig Vidos Handschrift. Rücken wir weiter vor. Wow. Tiere. Noch mehr Tiere. Ich verwandle die sich nicht. Meldung an Basis. Bewaffnete Eindringlinge am südlichen Checkpoint. Das war cool. Macht die Check dann schon wieder. Nichts kann mich aufhalten.
Wo ist denn noch? Oh, hier! Die oder ihr? Ich schaff euch alle! Mach sie mal ihr Visier, Shepard! Was machst du doch für ein Mist? Dann bleib jetzt gerade bleib, bis wir das so gemacht haben. Okay, da müssen wir dann hin. Lass uns mal was erst gucken, ob es da hinten noch irgendetwas gibt. Oder ob man da irgendwie hoch kann. Na komm, das ist noch ein Medizin-Kit. Nee, da kann man nicht hoch. Dann. Santiago. Wer flieht, solange die Eindringlinge noch leben, den töte ich höchstpersönlich. Und jetzt kommen Sie verdammt nochmal zurück! Vido, klingt, als hätte er sich nicht verändert. Ich habe das Gefühl, Sie haben eine Vorgeschichte mit diesem Vido. Der war schon ein sadistisches Schwein, als wir die Blue Suns gegründet haben. Die Suns sind nach seinem kleinen Coup vor 20 Jahren nur noch übler geworden. Also ja, wir haben eine Vorgeschichte. Warum hat mir niemand gesagt, dass Sie die Blue Suns gegründet haben? Weil es keiner weiß. Vido hat mich aus den Unterlagen getilgt. Er war für den Schreibkram zuständig, ich für die Männer. Hat eine Weile wirklich gut geklappt. Dann hat Vido entschieden, Bataillaner einzustellen. Billigere Arbeitskräfte, hat er gesagt. Verdammte Terroristen, habe ich gesagt. 20 Jahre. Ziemlich lange Zeit, um einen Groll zu hegen. Einen Groll? Vido hat meine Männer gegen mich aufgehetzt. Er hat 6 von ihnen bezahlt, mich festzuhalten, während er mir eine Knarre an den Kopf gehalten und abgedrückt hat. Seit 20 Jahren sehe ich dieses Schwein jedes Mal, wenn ich die Augen schließe. Jedes Mal, wenn ich ein Ziel anvisiere. Jedes Mal, wenn ich einen Schuss höre. Das ist kein verdammter Groll. Sie haben einen Schuss in den Kopf überlebt? Ja. Und Sie haben die Zerstörung Ihres Schiffs überlebt. Wenn man stur genug ist, kann man fast alles überleben. Wut ist ein verdammt gutes Schmerzmittel. Wir sollten lieber aufbrechen. Sie sind beim südlichen Zugang. Alle Einheiten zum Torhaus. Jetzt! Sie wissen, dass wir hier sind. Warten wir erst seit jetzt. Na los, komm schon, du Hurensohn! Said Massani, Sie haben mich endlich gefunden. Wieder. Machen Sie keine Dummheiten, Said. Ich habe eine ganze Armee blutrünstiger Mistkerle hinter mir, die bereit sind, für mich zu sterben. Wissen Sie was? Versuchen Sie es. Geben Sie meinen Männern einen Grund, sie wie einen Hund abzuknallen. Mal wieder. Was war das? Kurzsichtig geworden, alter Freund. Brenn, du Schwein! Das war Ihr Todesurteil, Massani. Als wenn du ins Feuer gehen gelostest. Was zum Teufel machen Sie da? Du
Ja, ist effektiv. Öffnen Sie das Tor. Wenn Sie das nächste Mal den Zwang verspüren, etwas in die Luft zu jagen, sagen Sie mir vorher Bescheid. Vido war siegessicher, hatte viele Männer. Jetzt hat er den Heimvorteil verloren. Wenn wir weiter Druck machen, entkommt er nicht. Nicht jetzt. Wir besprechen das später. Wenn Vido tot ist, können wir besprechen, was Sie wollen. Wieso wollen wir hier Leute retten? Das wollen wir gar nicht. Wollen hier niemanden treffen? Wir wollen doch alle töten. Und zwar viele. So lange töten, bis sie tot sind. Und dann nochmal. Das ist unsere Aufgabe hier. Hilfe! Wir sind eingesperrt! Wir kommen nicht zu den Gasventilen, um sie abzudrehen! Hier fliegt gleich alles in die Luft! Keine Zeit. Vido ist wahrscheinlich schon bei den Shuttle-Docks. Sie würden diese Menschen sterben lassen? Und ob. Wenn wir den Leuten helfen, flieht Vido. Und wenn er flieht, gebe ich ihnen die Schuld. Och echt? Ne, mir hole alle an. Bevor Vido fliehen kann. Freut mich, dass Sie meiner Meinung sind. Wollen ja Leute töten. Wusste ich gar nicht, dass es hier so eine Entscheidung gibt. Cool, das habe ich dann aber definitiv noch nicht gemacht, das so. Ach Mister. Ja, wir haben Feuer gespeichert. Können sie theoretisch noch mal probieren. Hey. Wer macht hier solchen Unsinn? Wow. Okay, das will ich auch noch. Hallo, was machst du hier? Das war schwer. Das könnte nützlich sein. Ich muss mal ein bisschen näher. Dann macht sie fertig!
nicht zu bieten? Also, ins zweite Gedanke, habe ich die Mission beim letzten Mal überhaupt gemacht? Keine Ahnung. Das ist wertvoll. Firestorm. Ein Flammenwerfer, okay. Das wollen wir aber nicht. Nehme Deckung! Wart. Ist da hier jemand oder? Hallo? Bist du öfters hier? Zeit zu sterben. Achso, da können wir gerade noch die Ausrüstung wählen, weil den Flammenwerfer, den will ich nicht wirklich. Ja. Ganz normal. Tob hier nur ein bisschen rum, alles gut. Meine Schilde sind. Ich dreimal überlege noch mal, ob sie sich mit dem Check anlehe. So, ja, können wir gleich mal auf. Wow. Ui. Oh Mist, das war ungut. Das war Fehler vom Amt. Ich jage hier alles in die Luft.
Feindbeschuss! Feuere Schlappschuss ab. Auf der rechten Seite. Ja, das geht in die Luft. Nein! Nein, Mann. Okay. So. Vielleicht geht der Spaß los. Oh. Da können wir doch eventuell. Verteidigung offline. Aha. Nein, die Deckung! Oh nee! Okay, das war sehr dumm. Äußerst sogar. Och nö. Och nö. Sie sind direkt vor uns. Ah. Guter Schuss. Ist völlig egal, wen sie bei sich haben. Ich bring euch alle um. Jetzt müssen wir, dass Tor mitkommt. Also die Taktik hat vorhin ganz gut geklappt, einfach hier bleiben. Was passiert denn hier dabei?
Upsa. Der Treibstofftank löst sich. Schießen Sie darauf. Begraben Sie die darunter. Was löst sich? Das hat er vorher nicht gesagt. Hallo? Dann ist das dann jetzt eh schon mal. Oh, guck mal, was wir durch nachher. So. Ammo in Deckung gehen. Okay. Wie so oft gilt, kaum macht was richtig geht's. Das ist so eine universelle Weisheit. So, hier ist noch auf die Türe. So, wo müssen wir hin? Na, da können wir es ja schon hier aufmachen, denke ich. Ist das falsch? Moment. Nein. Okay, hier ist nichts. Gut. Hier ist auch eine Tür dahin. Das hier. So, okay. Dann müssen wir jetzt wohl da übel. Moment. Da hin. Oh. Nein. Said, bitte. Sie wissen, es war nichts Persönliches. Rein geschäftlich, das ich. Es ist 20 Jahre her. Sehen Sie sich an. Ich habe Ihnen einen Gefallen getan. Said, bitte. Ich werde hier sterben. Tun Sie doch etwas. Brenn, du Schwein. Okay. Ja, das Personal ist nicht so wild. Sturmgewehrschaden, das ist gut. Ich glaube, das andere hätte man doch können machen und es wäre doch nicht schief gegangen. Komm
Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Okay, das würde ich aber sagen, machen wir beim nächsten Mal für heute mal durch. Dann du mal. Oh, dann. Genau. Was machen wir dann? Das ist eine gute Frage. Dann mal Forschung mache, die Nachricht lesen und dann geht's weiter, aber dann muss ich erstmal das System hier scannen. Vielleicht mache ich das noch zuerst. Das ist ein guter Plan. Bis zum nächsten Mal dann. Bye bye.